Vorgefasste Meinung Nummer 6. Die Migranten wollen alle einen Schweizer Pass. Manche legen Wert darauf, aber nicht alle. Die 6000 Migranten und Migrantinnen der Umfrage des NCCR und dem MOVE wurden bezüglich ihrer Absicht, den Schweizer Pass zu beantragen, befragt. Es zeigte sich, dass 27% von ihnen eine Einbürgerung nicht in Betracht ziehen, 34% wissen es noch nicht und 39% denken, dies eines Tages zu tun. Tatsächlich bleiben die in der Schweiz niedergelassenen Migranten nicht ewig. Wir haben den Lebensweg von Personen ausgewertet, die 1998 in die Schweiz kamen. 17 Jahre später waren lediglich 60% von ihnen noch ansässig. 42% der in der Schweiz lebenden ausländischen Personen haben sich einbürgern lassen, aber es gibt Unterschiede. Wir stellen zum Beispiel fest, dass ca. 2/3 der Staatsangehörigen von Sri Lanka die schweizerische Nationalität erhalten haben, während es nur 10% der Portugiesen sind. Von den am häufigsten vertretenen Nationalitäten haben ungefähr 1/3 die schweizerische Nationalität erhalten. 37% der Franzosen, Bonjour. 35% der Deutschen, Hallo. Und 28% der Italiener. Ciao. Auch wenn man hier geboren ist oder lange genug hier gelebt hat, ist es schwierig, die schweizerische Nationalität zu erhalten. Der Einbürgerungsprozess zählt zu den restriktivsten in Europa. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen den Kantonen. Die Anforderungen in Bezug auf Aufenthaltsdauer, Kenntnisse der Landessprache oder auch wirtschaftliche Ressourcen sind beispielsweise im Aargau viel höher als in Zürich. Die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten hat nicht die Absicht, sich dauerhaft in der Schweiz niederzulassen oder sich einbürgern zu lassen. Aber für diejenigen, die es in Betracht ziehen, ist der Einbürgerungsprozess oft lang und schwierig. Und Sie? Sind Sie on the move? Erkunden Sie weitere Daten zur Migration in der Schweiz unter indicators.nccr-onthemove.ch.